Mir machen die irgendwie noch Sorgen. Ich weiß nicht warum. Weil sie irgendwohin immer so ein bisschen Ah, das könnte. Nein, 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 Freunde. Das sind die Rückeroberungen. Das sind die Rückeroberungen. Ich habe das Gefühl, ihre Militärmacht steigt wieder an. Scheiß drauf, ich schick den jetzt dahin. Es sind, glaube ich, eh nur Dingens Rekruten. Oh, Scheiße, da schicken sie sogar den Goldsoldaten her. Eieieiei. Aber es ist jetzt weg. Freunde der Nacht, schickt uns doch mal ein paar Soldaten hierher. Im besten Fall unsere zwei Generäle. Ja, die sind schon auf dem Weg, schön. So, mal schauen, wie weit er sich da durchboxt. Er könnte es schon schaffen. Gut, jetzt pass auf, die... Wieso kann ich denn nur mit einem angreifen? Okay. Das Katapult. Oh, das müssen wir im Auge behalten. Und am besten danach direkt den Turm angreifen. Aber warum kann ich denn nur mit einem angreifen? Ah, anscheinend schießt es nicht auf uns. Vielleicht ist hier so ein Hügel wieder im Weg, wisst ihr? Schicken die uns jetzt da wirklich Rekruten rein? Gut, dann könnt ihr uns auch Gold hinschicken, Freunde. Come on. Let's go. Ich will das Katapult zerstört sehen. Und der Turm wird auch einige von ihren Reserven zerstören. Weil, wenn ich das richtig sehe, machen die noch so... Keine Ahnung. Okay, der erste ist schon abgefangen worden. Nice, nice, der ist weg. Egal, egal wie der da oben kämpft. Egal wie der kämpft, der ist weg. Stark. Ganz, ganz stark, mein Lieber. Ganz stark. Scheiße, scheiße, scheiße. Das Katapult schießt. Ah, zumindest haben wir ihre ganzen Bergwerke aufgelöst. Immerhin etwas. Wir könnten hier mal Kundschafter hinschicken.
da kommen schon zwei. Oh, da kommen zwei Generäle direkt. Wie sieht's denn hier unten aus? Oh Gott, ich habe völlig die Übersicht verloren. Ihr seht, große Königreiche führen in Realtime, also jetzt nicht so wie in Total War Saga oder so, wo ich entspannt mir alles angucken kann. Das ist nicht ganz meine Stärke. Ah, sie greifen an, schau mal. Das fände ich super, wenn sie ihre Soldaten so ein bisschen opfern. Das finde ich fantastisch. Das hat so gewisse Vibes. Das strahlt so gewisse Vibes aus. So, man merkt, jetzt wissen sie, es ist Zeit, endlich zu verrecken. So, den Turm will ich haben. Scheiße. Wenigstens haben sie uns rechtzeitig gesagt, aber trotzdem scheiße. Und die wollen hier unbedingt das Gebäude bauen, gell? Die lassen sich da nicht von verunsichern. Also auf einer abschätzigen Art und Weise beeindrucken mich die. Schön. Gehört uns. Oh, jetzt geht was voran, Leute. Jetzt geht was voran. Oh, das ist schon wieder ein Katapult. Der dritte würde von da unten kommen, oder? Scheiße. Es scheint nicht zu schießen. Aus irgendeinem Grund scheint es nicht zu schießen. Ich weiß nicht warum. Da vermute ich, der Stärkere zuerst verteidigt. Oh nee, da geht ein Ding dazwischen. Nee, es geht. Doch, er kommt. Er kriegt die Chance. Ach komm, er steht schon auf der Türschwelle, Mann. Der unten hat gesiegt. Die sind einfach nur dumm. Das sieht ganz anständig aus, oder? Der teilt ganz gut aus, der Kollege. Der scheint wenigstens mal seine Kampfübungen gemacht zu haben. Jetzt reiß ihm endlich seine Hörner vom Schädel. Katapulte direkt neben das Hauptgebäude. Ein gar nicht so dummer Notfallplan. Oh mein Gott, Junge, du kämpfst wie ein junger Gott. Ich weiß nicht wie und ich weiß nicht warum, aber der hat gerade wie ein junger Gott gekämpft. Ohne Scheiß. Oh. Süß. Das Hauptgebäude greift den ganzen Schluss an. Ich will erst alles drumherum zerstören. Ich will erst alles drumherum zerstören, weil dann haben wir ja offiziell gewonnen. Nein, dreh doch nicht ab, geh doch da rein, Mann. Hauptsache, das Lager bleibt bestehen, gell? Das ist ganz wichtig. Stopp. Aber wir haben sie. Also Freunde, falls jemand noch gezweifelt hat, jetzt haben wir sie endgültig. Das ist vorbei.
Ich reiße hier mal die Gebäude ab. Weil das Einzige, was wir hier brauchen, ist im Prinzip nur der Turm. Und die sollten eigentlich hier zurück hinkommen. Das sollte schon funktionieren. Aber wir haben jetzt auch ihre Wirtschaft so heftig beschädigt, es darf eigentlich gar nichts mehr passieren. Häuser brechen komplett ein, Bewohner hält sich in Grenzen. Es hält sich alles in Grenzen. Ihr ganzer Schaden hält sich eigentlich in Grenzen. Oh, krass. Er kriegt ganz gut auf den Deckel gerade. Zumindest wissen wir jetzt, wo sie ihre Elite versteckt haben. Yo, der ist tot. Und ich glaube, der stirbt auch. Er ist immer, glaube ich, ein Schlag hinten dran. Er holt sich einen. Nice. Nice. Ja, jetzt verreckt er. Aber gut. So, wo bleiben denn unsere ganzen Soldaten? Leute, wir haben ewig lang Gold gespart. Jetzt ist der Zeitpunkt, um das ganze Gold rauszuschmeißen. Rauszuwerfen. Zum Wohle unseres wunderbaren Volkes. So. Da, jeder kriegt seinen Privatbrunnen. Ey, was für ein Luxus es ist, unter meiner Herrschaft zu leben. Das muss man schon mal erwähnen. Man muss es schon mal hier kurz klarstellen. Also unter der Odinschen Herrschaft zu leben, das muss ein Traum sein. Gut, also wir sehen hier hinten, das Ganze wird nicht ganz so einfach. Da müssen wir tatsächlich ein bisschen mit Feingefühl rangehen. Sind die Soldaten hier eingekehrt? Sehr schön, der ist drin. Möglicherweise schießt er den sogar ab. Dann können wir uns das ersparen. Die haben halt auch sehr, sehr viele Lager. Also ihr letztes Stündlein hat hier nicht geschlagen. Die können sich hier, wenn sie schnell sind und wenn sie geschickt sind, können sie sich nochmal aufbauen. Möglicherweise können sie sich da nochmal was aufbauen. Selbst wenn wir das Hauptgebäude separieren. Ich hatte kurz Hoffnung, Freunde. Ich hatte kurz Hoffnung, dass hier vielleicht doch irgendwas ist. Schauen wir mal an eher entlegenen Orten. Zum Beispiel hier. Ich bin mir immer noch sicher, dass es irgendeinen Grund geben muss, warum man hier hinbauen kann. Ich will einfach nicht glauben, dass diese Orte einfach nur da sind, um mich zu ärgern. Das will ich einfach nicht wahrhaben. Lager ist fertig, sehr schön. Ich wage zu wissen, dass die uns nicht mehr angreifen werden. Trotzdem will ich den Turm nicht abreißen. Ihr wollt eine kleine Lasterleichterung, oder? Ja.
So, dann dürften jetzt gleich die nächsten anrücken. Wie viele haben wir noch? 19. Okay, also Soldaten haben wir all mass. Wir haben uns da wirklich super drauf vorbereitet. Es gilt jetzt wirklich nur noch, die Leute auszubilden. Das kann natürlich jetzt Zeit kosten. Da müssen wir leider durch. Ich habe vorher vergessen zu speichern. Ich speichere mal hier. Oh nice, der ist sogar noch ein General. Mit den Rohstoffen lasst ihr euch Zeit, Freunde. Mit denen lasst ihr euch ein bisschen zu viel Zeit für meinen Geschmack. Was ist los? Granit. Also ich glaube, dass uns auf dieser Map vieles ausgehen wird, aber Stein? Stein? Aber ja, Freunde, es ist gut zu wissen. Gute Arbeit, wirklich toll. Wirklich toll. Ich hatte schon befürchtet, dass Granit uns ausgeht. Irgendwann. Perfekt. Mein Freund, du hast fantastische Arbeit geleistet. Ich bin von deiner Arbeit wirklich begeistert. Ich werde dir ein Empfehlungsschreiben senden für zukünftige Praktikas. Oh, das ging schnell. Das ging sehr schnell. Dann drängen wir sie doch weiter zurück, oder? Oder wollen wir uns da jetzt zu viel Zeit lassen? Ich würde sagen, nee, oder? Wir wollen uns das nicht unnötig Zeit lassen. Wir wollen ihn schon auf die Fresse geben irgendwo. Die Soldaten kommen relativ geschickt aus den falschen Ecken, aber okay. Wir greifen jetzt mit einem wilden Mix an und werden viele, viele Männer verlieren. Jo, das sehe ich. Schau da oben jetzt gerade gar nicht zu. Ich will gar nicht sehen, was da passiert. Es wird hart gebattelt. Ist das gerade erhöhte Geschwindigkeit oder ist das normal? Boah, hier laufen halt einfach drei Generäle rum. Da hinten muss irgendwo die Goldgrube sein. Irgendwo da hinten müssen sie das Gold machen. Oh nein, und das Katapult überlebt es auch noch, Freunde. Selbst wenn wir so weit kommen, wird das Katapult es überleben. Aber er hat sich gut geschlagen. Ja. Es hätte voll getroffen. Es hätte voll getroffen. Gut, dass wir es weggemacht haben. Es ist zu schwach, was du hier hast. Warum brauchen wir hier überhaupt mehr Soldaten? Was macht er hier oben? Startet er jetzt allein zum Gegenangriff, oder?
Er hier. Oh, er holt sich noch einen. Oh mein Gott. Was für ein Söldnerbastard. Ohne Scheiß. Er pickt sich da noch einen raus, den er tötet. Boah, du Widerling, Alter. Du Widerling, schäm dich. Geh in deine Burg zurück und halt die Fresse jetzt. Du Abfall. Wir zerstören währenddessen eure ganzen Bergwerke. Und eins kannst du mir glauben, mein Freund, das war's dann noch nicht.